Und naja. Geschichte der Drachenritter Teil 3. Fast schon zwangsläufig führten die Drachengestalt und das Wissen, welches für einfache Menschen unfassbar groß war, zur Herrschaft der mächtigen Drachenritter. Die meisten von ihnen waren hochzivilisierte und gerechte Wesen, doch manchmal auch ebenso gewalttätig und tyrannisch. Viele Jahrhunderte lang lebten die Menschen größtenteils in Frieden mit diesen Gesandten der Drachen, auch wenn stets in Ehrfurcht vor ihnen und dementsprechend immer in gewisser Distanz. Sowohl wörtlich als auch im übertragenen Sinne. Diese vorsichtige, aber im Allgemeinen friedliche Koexistenz fand ihr Ende mit dem großen Verrat, der Gründung des Ordens der Drachentöter und der Vernichtung des letzten Drachen und seiner Drachenritter. Die Historiker hoffen jedoch, dass die Drachentöter in ihrem Zorn nicht alles, was drachischen Ursprungs ist, zerstören. Denn es wäre eine unermessliche Tragödie, wenn das gesamte Wissen der Drachen verloren ginge. Dafür bete ich inständig. Jedokus Lipsius, Hofhistoriker. Überarbeitete und erweiterte Auflage HG von Alte Presse, wer ist das? Okay. Geschichte von Rivelon in Reimen, Teil 2. Ich wollte sie schon lesen. Jedes dieser Bücher enthält eine Reihe von Gedichten, die wichtige Ereignisse in der Geschichte von Rivelon behandeln. Das bekannteste Gedicht in diesem Band ist über den Tod des Göttlichen. Welch tragisches Schicksal in Familienbanden Vater und Sohn sich im Streit wiederfanden. Niemand vermochte den Frieden zu bringen und bald würden sprechen die eisernen Klingen. So trafen sie sich auf dem Felde der Schlacht. Wird gut oder böse erlangen die Macht? Gelingt es dem Vater zu stürzen den Sohn oder wird der Triumph dem Bösen zum Lohn? Als Damian wehnte sich nahe dem Ziel, der Zorn der Drachenritter auf ihn fiel. Sie fürchteten elend die drohende Pein und schworen Verbündete Lucian zu sein. Jetzt wollte ich Larian sagen. Doch bald wurde es dunkel und finstere Nacht. Mit dem Drachenverrat wird Unheil gebracht. John von Dorntal. Okay. Ist noch eine Kiste. Noch eine Kiste. Haben wir hier noch irgendwas? Hi. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Hermosa, Kapitän dieses unglückseligen Schiffes. Niemand kann Kampftechniken besser vermitteln als ich. Aber wie soll ich das sagen, ohne verzweifelt zu klingen? Erfreut euch kennenzulernen, Kapitän. Wie seid ihr in eine derart missliche Lage geraten? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Wir fuhren über das westliche Meer, als uns wie aus dem Nichts ein Lichtstrahl erfasste. Dann sind wir auf dieser seltsamen, feindseligen Insel gestrandet. Meine Dame, ich bin der zukünftige Drachenritter, von dem die Insel euch erzählt hat. Oh, vergebt mir, das war mir gar nicht bewusst. Hört zu, ich weiß zwar nicht, wer der andere Anwärter sein könnte, aber er oder sie wird mir wohl nicht das Wasser reichen können. Wahrscheinlich sagen das alle, aber in meinem Fall stimmt es wirklich. Ich kann euch versichern, dass ich wirklich eine ausgezeichnete Waffenausbilderin bin. Große Kämpfer waren einst meine Schüler. Das merkt ihr euch doch, oder? Was genau macht ein Ausbilder? Der Ausbilder verbessert durch hartes Training und umfangreiche Übungen die Fertigkeiten seiner Schüler. Ich kann euch lehren, wie ihr eure Wirbelwindangriffe verbessert, die Zielgenauigkeit eurer aufspaltenden Pfeile erhöht oder stärkere Wesen beschwört. Gewöhnliche Kämpfer und Zauberer haben ihre Grenzen, aber ich kann euch darüber hinausbringen. Müsst ihr euch mit vielen Problemen herumschlagen? Vor wenigen Tagen wurden wir von örtlichen Banditen angegriffen, aber wir konnten sie in die Flucht schlagen. Wasser und Lebensmittel bereiten uns keine Sorgen. Barbatos zaubert die benötigten Vorräte herbei. Einer meiner Seeleute hat sich jedoch aus dem Staub gemacht. Er ist schon eine Weile weg. Solltet ihr auf Elfrid stoßen, könnt ihr ihm vielleicht sagen, dass er hier gebraucht wird, sofern es euch keine Umstände bereitet. Ihr habt einen Lichtstrahl erwähnt. Könnt ihr das genau beschreiben? Nun ja, sah aus wie eine Säule. Eine hohle Säule, die das Schiff umhüllte. Dann war das Meer plötzlich ganz verschwommen und die Energie in der Säule wurde stärker. Was dann folgte, hörte sich wie Krachen und Klopfen an. Als ich meine Augen öffnete, waren wir hier, schiffbrüchig und auf uns gestellt. Bevor ich überhaupt über die Geschehnisse nachdenken konnte, erschien eine Frau und erzählte mir von der Prophezeiung. Ich muss los, Kapitän. Lebt wohl, euer Gnaden. Okay. Ich finde die ja sehr sympathisch eigentlich. So.
Gut, und wir haben noch Sie gleich noch... Kommen. Das letzte Mal haben wir es Ihnen richtig gezeigt. Ja, aber wir haben noch drei Männer verloren. Nun, ich betrachte das Fässchen rum. Wir haben auf jeden Fall jetzt noch eine neue Quest erhalten. Und ja, diese Quest müsste hier rechts sein. Zurück, weicht von mir. Ich bin nicht schmackhaft, ihr schrecklichen Monster. Findet doch einen anderen, den ihr... Oh, ihr da, bitte helft mir. Ich glaube, ich sehe da etwas Glänzendes auf dem Wal. Nie wieder wage ich mich so weit aus dem Lager raus. Okay. Ihr müsst Elfried sein. Kapitän Hermosa hat mich geschickt, um euch zu finden. Gesegnet seid ihr. Beeilt euch, Fremder. Bald werden sie mich erwischen. Ja. Dann sorge ich mal dafür, dass sie dich nicht erwischen. Ja, ich sollte vielleicht auch mal ausweichen. Okay. Einer weg. Bleiben noch zwei. Mist. Und... Das waren alle. Noch nie habe ich so grausame Bestien gesehen und gleichzeitig so gute Kämpfer. Warum seid ihr hier? Diese Ruinen haben mein Interesse geweckt und ich wollte sie genauer untersuchen. Ich bin gestolpert und dachte, es wäre ein Stein oder sowas. Aber dann hat es sich als ein altes Buch herausgestellt. Dann habe ich ein Knurren gehört. Vor Schreck bin ich aufgesprungen und diese Säule hochgeklettert. Gut, dass mich der Kapitän über eure Abenteuer, über euren Abenteuergast informiert hat. Lady Hermosa ist eine wunderbare Frau. Ich werde sofort zur Sternsegler zurückkehren. Hier, nehmt das Buch, das ich gefunden habe. Das ist das Mindeste, was ich für euch tun kann. Ich danke euch. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Ein sonderbares Buch, verborgen im Sand. Das könnte interessant sein. Mhm. Tja, und wenn ihr gerne was sagt, dann heißt es garantiert, das hat was mit der Hauptquest zu tun. Also wenn sie ausnahmsweise mal zufrieden damit ist. Kreatur-Drachen-Elf-Kämpfer. Also eine Mischung aus Drachen-Elf und Abscheulichkeit oder so. Okay. Naja, auf jeden Fall ist es jetzt tot. Was auch immer es ist. Okay. Und da ist wieder ein Vieh, was Magie beherrscht. Das gefällt mir nicht, dass es... Das ist eine... Aua. Okay. Ich bin schwer verletzt. Ja, ich werde mal speichern. Und jetzt versuchen wir uns in dem Vieh. Okay, das hält nicht so viel auf. Kreatur Goblin Magier. Okay. Ja, dieser Feuerball kommt schnell. Ich bin aber kurz vom Level ab, ich will keine Heilung schlucken. So. Jetzt sollte er erstmal eine Weile brauchen, bis er weiter so Feuerball schießt. Gut. Na dann. Hier sind noch mehr Kreaturen.
Was ist das? Fangpflanze, okay. Oh, der ist schon gekommen. Naja, ich sollte es nicht unterschätzen, die Dinger dashen relativ weit und lange. Zweimal rollen ist besser. So. Und bye bye. Level up. Endlich. So, Lebenskraft. Gewandtheit. Ach ja, Fertigkeiten. Gibt's da irgendwas Interessantes momentan? Ausweichen, passive Fertigkeit. Aufspaltende Pfeile. Explosionspfeile braucht Level 18. Böse Überraschung. So, das war das. Okay. Wir machen das Schlosser knacken. Ah, das ist das vierte Totem. Und Kreatur Waldläufer. Aua. Naja, wenigstens frisst sie jetzt auch nicht Schaden. Und stirb. Ausbilder-Totem. Okay. Und mit dem Typen rede ich nachher. Ich will erstmal die restlichen Viecher ausschalten. Ach, Kreatur hält. Also, das ist ja toll. Yay. Ha ha ha. Okay, diesmal hat's geklappt. Aha. Gut, der Held ist ausgeschaltet. Der ist auch gestunt. Na, stirb. Wunderbar. Für so einen Goblin-Magier. Jetzt kommt schon ein Feuerball. Nee, aber jetzt. Ja. Und tot. Übrigens, da oben ist das Schiff. Das da in den Wolken hängt. Das, wo Ulfmar anscheinend war. Okay. Wir suchen uns erstmal noch ein bisschen mehr den Ort ab. Wobei, so viel ist nicht mehr. Hier ist noch eine Truhe. Okay.
2 Erdwurzeln. Okay. Das da drüben könnte interessant sein. Dann versuchen wir mal hinzuschwimmen. Das ist auf jeden Fall ein Wiffernest. Ich kann diese Eier zum Beispiel nicht mitnehmen. Es geht wirklich nur mit einem Wiffernest wahrscheinlich. Aber hier ballern sie mich auch nicht ab, also... Passt schon. Hier wäre ich auch hochgekommen. Gut, ich kann mir vorstellen, dass ich was finde. Etwas Nützliches. Also schön umschauen. Wiffern sammeln alles in ihren Nestern. Ist nichts drin. Okay. Aber es geht ja noch höher. So. Ja. Höher, höher, höher. Okay. Das hier sieht verdächtig aus. Also eine Kiste. Okay. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Eine leere Vase. Ist das wirklich alles? Leiche eines Minenwächters. Schade. Wenn das alles ist, das ist ein bisschen traurig. Kann man von hier aus irgendwas sehen? Auf dem Baum kommt man ja schlecht hoch, oder? Ich könnte noch auf diese Insel da schwimmen. Dann tun wir das mal. Oder kommen wir vielleicht doch auf den Baum hoch? Ich weiß es nicht. Ah, ist hier irgendwas Verdächtiges? Sieht nicht so aus. Nur Felsen. Schatte. Gut, wir haben hier noch ein paar Hinweise. Es soll auf dem Wall noch was Glänzendes gewesen sein. Das können wir noch mal gucken. Hier komme ich nicht hoch. Okay. Das glänzende Ding auf dem Wall möchte ich auf jeden Fall noch herausfinden, was das ist. Mit dir rede ich noch nicht. Okay. Ich komme auf jeden Fall an dieser Stelle den Ast hoch. So, kann ich vielleicht mit etwas Glück. Hep. Und. Hep und hep. Schade. Nee, es ist gerade so nicht gehen. Es geht gerade so nicht. Na gut. Dann gab es bestimmt einen anderen Weg zu diesem Schiff hoch. Den werde ich schon irgendwie herausfinden. Okay. Hm.
Oh, sieh mal einer an, da oben ist eine Truhe. Fragt sich, wie ich da rankomme. Gut, dann gucken wir mal in das Lager hier. Was gibt's denn hier? Erstmal ein paar Brote. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Brote sind gut. Die Geschichte der Drachentöter Teil 2. Franziskus, Pendre, da. In allen großen Städten wurden schon bald örtliche Niederlassungen der Drachentöter gegründet. Die meisten Anwärter stammten aus dem Adel, doch besonders mutige Soldaten konnten ebenfalls die Rangleiter des Ordens erklimmen. Aus einer kleinen Gruppe von Rittern, die es nach Rache gedürstet hatte, war ein ausgewachsener Orden geworden und aus dem Orden schließlich eine große Armee. Die Folgen ließen nicht lange auf sich warten. In groß angelegten Angriffen und innerhalb nur eines Jahres wurden die Zitadellen und Festungen der Drachen nach und nach dem Erdboden gleichgemacht. Bis nur noch jene am Leben blieben, die vor dem Kampf geflohen waren und sich versteckt hatten. Die Drachen und Drachenritter, deren Reihen schon durch den großen Krieg dezimiert waren, hatten dem wütenden Ansturm der Menschen nichts entgegenzusetzen. Gegenstand für meine Sammlung. Gut. Haben wir noch irgendwas, was wir hier gebrauchen können? Hi.